Wir sind hier im Smart City Stand von Digital Stadt Bern, EWB, Bernmobil und der BLS. Wir haben den ganzen Morgen Interview geführt mit der Bevölkerung. Wir haben den Puls gefühlt, woher geht die Reise, wo sind die Bedürfnisse. Die nehmen wir jetzt mit. Ein Teil von Ideenreisen haben wir schon hinter uns. Wir haben nämlich Leute aus allen Unternehmen haben zusammengesteckt in eine Ideation Journey, die sie haben für die Smart City Bern Ideen entwickelt. Zum Beispiel ein Projekt im Bereich für Inklusion, dass Menschen mit einer Sehbehinderung gleich teilhaben am Leben in der Stadt. Zum Beispiel eine Strasse, wo Solarzellen direkt in Belag verarbeitet werden. Zum Beispiel ein Projekt, das mehr Gemeinwesen Arbeit ermöglicht, die die Leute direkt zusammenbringt, und zwar über die Stadtgrenze raus. Also ganz konkrete Projekte, die die Lebenssituation unserer Bevölkerung verändern. Damit zeigen wir, Smart City ist nicht irgendwie ein Technologie-Gag, sondern vielmehr ein Bekenntnis dazu, dass wir hier in dieser Stadt gemeinsam mit dem Einsatz von Technologien noch mehr machen können für ein gutes Zusammenleben, für auch mehr Teilhabe, also mit offenen Zugängen für Menschen, die vielleicht nicht immer so direkt an der Verwaltung dran sind. Also rundum eine gelungene Sache und das freut mich sehr. Bernboost ist eine Idee- und Beteiligungsplattform, auf der können sich Bürgerinnen und Bürger gegenseitig unterstützen. Das Ziel ist, das Engagement der Berner Bevölkerung zu fördern und administrative Hürden zu reduzieren. Ein perfektes Beispiel für Bernboost ist, einen Spielplatz zu bauen. Für einen Spielplatz zu bauen, braucht man diverse Materialien wie Holz oder Traktorreifen, sowie Leute, die ihm helfen beim Aufbau und die Unterstützung und das Wissen vom Tiefbauamt. Wir sind dran, eine Strategie zu machen für ein übergreifendes E-Bern-Service-Kundenportal, wo man sicher mehr Dienstleistungen wird drin haben. Wir sind hier für das Projekt MILA, ein Mobilitäts- und Leitsystem für sehbehinderte und blinde Personen für Kunst und Kultur im öffentlichen Raum dürfen zu erleben. Das ist für mich ein Herzensprojekt. Zu diesem Grund mache ich hier mit. Wir sehen so den Feedback, den wir hier bekommen haben. Ich denke, es ist wirklich etwas, das einen Mehrwert bringt der Stadt Bern. Und darum freue ich mich, hier den Pilot mitzumachen. Ja, mit Smart Road wollen wir eigentlich schauen, ob wir Strassen eine doppelte Nutzung geben können. Zum Beispiel mit Solarpanels. Damit könnten wir Strassen, Plätze, Orte, die heute besonders sind und nicht so viel Verkehr haben, halt auch noch einen Zusatznutzer geben, dass er Strom produzieren kann. Das Coole ist eigentlich von EWB natürlich Stromproduktion einerseits und andererseits von der Stadt mit dem Tiefbauamt, weil die sind natürlich die Herr von der Strassen. Aber